So, jetzt grüßen Sie mal nett kommen hier zu Fallout 3. Yes. Ja, Fallout 3. Jetzt fragen Sie vielleicht welche, was? Fallout 3? Lebst du in der Steinzeit? Und ich, ja, lebe ich. Und wir spielen jetzt Fallout 3. Ja. Und warum nicht Fallout 4? Weiß ich. Vielleicht von vorne anfangen und dann kommt jemand, darauf schießt du nicht Fallout 1. Weil Fallout 3 das erste 3D-Spiel ist, oh mein Gott. Viel zu viel Fragen. Eine Waikiki-Puppe. Ein Bus. Coca-Cola Truck. Spotted. Der schaut nicht mal so gut aus. Also was Bekanntes ist Nuklearkrieg bei Fallout, ne? Fallout, Englisch zu Deutsch, wow. Bethesda Game Studios presents. War das jetzt ein Roboter? Oh nein, kein Terminator. Oh shit. Fallout 3. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. War. War never Seit changes. Seit Anbeginn der Menschheit, als unsere Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes, der Gerechtigkeit oder einfach aus tobendem Wahnsinn. Ja, kann man sagen. Im Jahre 2077, nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Oh shit. Die Welt stürzt in einen Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt zwar zerstört, doch Krieg, Krieg bleibt immer gleich. Anfangs blieb Tausenden der Horror des Untergangs erspart, weil sie Zuflucht in gewaltigen unterirdischen Schutzräumen, den Wards, gefunden hatten. Okay. Doch als sie wieder nach oben kamen, wurden auch sie von der Hölle des Ödlands empfangen. Alle, außer die in Ward 101. Dalmatina. Denn an diesem schicksalsschweren Tag, als Feuer vom Himmel regnete, wow, fielen die gigantischen Stahltore von Ward 101 ins Schloss, um sich nie wieder zu öffnen. Hier wurdest du geboren. Hier wirst du sterben. What? Denn Ward 101 wird nie jemand betreten und nie jemand verlassen. Okay. Oh boy. Unsere Geburt? Oder sind wir die Frau? Ich weiß es nicht. Oh mein. Ist das jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Ist das ein Android? Oh, krass. Ja, klar, ne?
Ein Junge? Ein Junge? Ein Junge. Ha. Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Oh. Oh, James. Wir haben es geschafft. Mein Sohn. Unser wunderschöner Sohn. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn? Gulli. Hallo. Ich bin dein Papa, kleiner Mann. Alter, ist das ein Android, weil seine Augen leuchten. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Was hältst du von Spielername? Ein schöner Name. Okay, ja, komm. Wir wollen jetzt mal hier nicht so, oder? Oder? Ja, komm, wir wollen ja jetzt hier nicht so krass. Das ist ein schöner Name. Ja, finde ich auch. Ja. Passt perfekt zu dir. Ich hätte jetzt auch Pimmel reinschreiben können. Die Projektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Was? Oh mein Gott. What? Hohoho. Das ist asiatisch? What? Okay. Krass. Also ich finde jetzt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Bin ich behindert oder sehe ich da fast keinen Unterschied? Aber, ja. Zufällig. Ach, hier kann ich doch mein Geschlecht sehen. Ja. Oh, ein Junge. Oh nein, es ist doch eine Frau geworden. Ah. Schade. Okay. Anpassen. Form. Allgemein. Och, ey, je. Ah, Doppelkinn. Okay. Ja, wie schaue ich denn aus so? So. Ja, mit meinem Bart hier, der hat halt keine Behaarung. Schmal? Nee. Schmal. Ja. Wir sind schon eher der gröbere. Stirn. Okay. Alles klar. Lang. What the? Augenbrauen? Ja, passen. Okay. Nase. Okay, Nase passt. Mund. Ja, passt auch. Wangen. Was? Konkav und konvex. Ey, Alter, die Begriffe habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. Kiefer. Augenfarbe. Blau. Wichtig. Ich habe blau. Tatsächlich. Ich habe tatsächlich blau. Oh mein Gott. Er rötet. Ja, bitte lass mich röten. Orange-blau. Wer hat eine blaue Hautfarbe? Oh mein Gott. Ich glaube... Okay. Was zum Teufel? Okay, gut. Alles klar. Weiter. Meine Güte. Frisur. Tunnelschlange. Okay. Wüst. Oh mein, kann ich drehen? Oh mein Gott, geil. Genick. Halbplatze. Ha. Kalkopf. Ha. Sanfte Welle. Überkampffrisur. Bürstenschnitt. Zottel. Ja, voll. Haupunk, Kriegsfalke. Die Unruhe. Gegenwind. Struffel. Ah, Struffel in High. What the? Ich glaube, Struffel ist wahrscheinlich sich, oder? Ja, oder? Ja. Ja, komm. Gesichtsbehaarung. Ja. Spitzbart? Nein. Okay, gut. Ich glaube, das ist der Raubart, der Gentleman. Ach du, meine Güte. Backenschen. Oh Gott. The Royal. Okay, gut. Ich bleib bei... Was? Bei den Abenteurer? Nee. Bei dem Raubart. Ja, das sieht vernünftig aus. Ja. Gefällt mir. Sehr ähnlich sein. Tatsächlich. Siehst du das, Catherine? Oh, schrecklich. Du sahst auch schon hässlich aus. Sehr stramm. Was? Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Okay. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? James? Du bist einfach
Catherine. James. Catherine. Etwas. Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen. Das Baby muss hier raus. Schnell. Schnell. Oh, 1001. Shit. 1002. Los doch. Ein Moment, Catherine. Ein Moment, du und ich. Nur noch du und ich. Meine Mutter ist gestorben, nein! Ein Jahr später. Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Komm zu Papa. Komm zu Papa! Verwenden Sie erst die Babyschritte. Noch etwas weiter. Zu Papa laufen. What the fuck? Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Okay. Aktivieren, du bist special. Okay. Leer, auf den Stuhl springen. Ach so, oh mein Gott, was? Ich soll auf den Stuhl springen? Noch etwas weiter. Oh mein Gott. Ha. Hier drüben. Ha, Unordnung. Du schaffst es. Oh shit, ich kann nicht drüber springen. Oh mein Gott. Noch etwas weiter. Hier. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Was? Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Oh mein Gott. Das war so schwierig. Laufstall verlassen, ne? Okay. Verschlossen, sehr schwer. Um dieses Schloss zu knacken, wird eine Dietrich-Fähigkeit von 100 benötigt. Okay. Okay, sorry, da ich mit 1 noch keine Tür knacken kann. Das Buch, du bist special anscheinend. Baba, ja, ich kann ja nur lesen, ne? S ist für Strength. Stärke steht für Stärke. Okay, danke, Ben. Ich bin so stark. Ich kann mehr Spielzeug tragen und den ganzen Tag Sachen mit mir herumschleppen. Okay, ich verstehe. Okay. Ah, das sind jetzt hier so quasi so Charaktereigenschaften. P steht für Wahrnehmung. Zur Wahrnehmung gehört alles, was ich schmecke, rieche, sehe und höre. E, Endurance, steht für Ausdauer. Wenn ich mehr Ausdauer habe, kann ich länger spielen. Ich fühle mich immer gesund und habe ganz viel Energie. C steht für Charisma. Wenn ich viel Charisma habe, finden mich alle toll. Ich bringe meine Freunde zum Lachen und mag es nicht, andere zu hassen. Intelligence steht für Intelligenz. Ich bin sehr klug und kenne mich ganz toll in Mathematik und mit Wissenschaftssachen aus. A for Agility steht für Beweglichkeit. Ich bin flink und geschickt und bewege mich, ohne Lärm zu machen. L für Luck steht ganz einfach für Glück. Mir passieren dauernd die tollsten Dinge. Also noch einmal. Okay, also jetzt muss ich mal kurz rekapitulieren. S, also Stärke. Ich kann mehr Spielzeug tragen. Das bedeutet wahrscheinlich, ich habe mehr Inventarspeicher. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe vielleicht mehr Inventarspeicher und kann vielleicht irgendwie so, was sich so Türen vielleicht aufbrechen. Vielleicht. Aber ich kann mehr Spielzeug tragen. Also das hört sich auf jeden Fall mich an, ich kann halt mehr Sachen tragen. Okay, also steht für Sachen rumtragen, aber vielleicht auch für Nahkampfschaden. Wahrnehmung, vielleicht leuchten dann Gegenstände, wenn ich sie sehe? Oh mein Gott. Oder ich höre früher Sachen oder die werden lauter, die Geräusche, nicht so, wenn da so ein, was weiß ich, so ein Roboterfick. Man darf ja nicht mehr fluchen. Steht für Ausdauer, wenn ich mehr Ausdauer. Wahrscheinlich kann ich länger spielen. Kann man sprinten? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Charisma. Ich glaube, Charisma ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, da gebe ich mal 2. Weil das bedeutet, ich kann wahrscheinlich mit Fremden irgendwie besser umgehen. Und eventuell meine eigenen Leute so dazu überreden. Intelligenz. Steht für, was könnte Intelligenz mir bringen? Intelligenz.
Oh Gott, das ist so schwierig. Weil wenn ich jetzt es verkacke, hier was sauber einzutragen, dann stehen meine Startteile nicht gut. Ich bin flink und geschickt und bewege mich, ohne Lärm zu machen. Okay, also wahrscheinlich kann man laufen, ohne Lärm zu machen. Ja. Luck. Oh mein Gott, Luck ist halt auch... Ist halt die Frage, was da passiert. Steht ganz einfach für Glück. Oh shit. Okay. Okay. Strength. Okay. Gehen wir auch mal eine 6. Und Intelligenz. Machen wir einfach mal. Komm. Kann ich jetzt gehen? Nein, ich bin nur noch zu dumm dafür. Sowas. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh oh. Oh oh. Ha! Er hat überhaupt keine Ahnung. Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Hä? Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Was? Ich bin doch hier noch hier drin. Ich möchte dir etwas zeigen. Hey. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie ja. stammt aus der Bibel. Ach, das da. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das Alpha. A und das O. Der Anfang und das Ende. Okay. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Okay. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Oh, Coca-Cola-Truck! Nuka-Cola? Nuka? Cola? Nuka? 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 Okay, da waren wahrscheinlich die Lizenzkosten für Coca-Cola zu. Ah! Diese Experimente. Seien Sie kein Narr. Wir wissen nichts über die Viren und Bakterien, die hier unten überlebt haben. Wir experimentieren, um sie überleben. Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Yeah, ich bin 10! Oder bin ich 10, ja? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Dankeschön. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ha! 10! Ich bin so stolz auf dich. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. What the? Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Oh nein, Verantwortung. Als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Okay. Du wirst nur einmal 10. Ja, sowas. Genieß es. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Ich wäre auch gerne 10. Ja. Hallo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Amata. Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Bitte? Hast mich nicht ausgetrickst. Hab nur so getan, als ob ich nichts wüsste. Lüge? Großartige Party, Amata. Danke, dass du das für mich gemacht hast. War es das schon oder hat die richtige Party noch gar nicht begonnen? Ziemlich gesalzene Antwort. Ah, das bedeutet, das ist eine Lüge. Ah, das bedeutet, ich lüge? Okay. Nee, Bullshit. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Natürlich. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Her mit dem Geschenk. Ein Date mit Christine Kendall? Wer ist Christine Kendall? Ich habe keine Ahnung. Ha, ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognack. Ausgabe 14 und ohne fehlende Seiten. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden. Ob du es glaubst oder nicht. Er und Comicbände. Jeder war wohl mal 10. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön. Grognack der Barbar. Sag mal, wer schiebt mich da eigentlich weg? Ach, mein Vater. Nur auf alle. Okay, dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Fallout 3 wird uns gefallen. Hoffe ich doch sehr. Ist gar nicht mehr so schlecht. Ist cool. Witzig. Und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Mein Name ist Wendy, sage ich für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.